Hey, was geht ab, Leute? Hong hier. Wir schauen heute mal wieder auf eBay vorbei. Eines meiner beliebtesten Formate. Wobei, Formate kann man das eigentlich nicht nennen. Ich habe jetzt zwei Folgen dazu gemacht. Es soll mein Format werden, weil ich habe ein Format vor, das die Fusion meiner zwei beliebtesten Formate ist. Und wenn ich erst zwei Folgen habe, dann ist es nicht wirklich ein Format. Deswegen muss ich erstmal hier ein paar Folgen machen, damit ich das überhaupt ein Format nennen kann und es dann für das andere Format verwenden kann. Aber mehr dazu demnächst. Jetzt schauen wir erstmal auf eBay wieder vorbei. Es kam übrigens auch wieder X-Rate-Einladung. Nichts Besonderes jede Woche, wie immer zwei Tage vor dem nächsten X-Rate. Der nächste X-Rate ist Montag, heute ist Samstag. Aber, was sehr interessant ist, ich mache mal den Kalender auf. Und zwar ist der nächste X-Rate am 28. Montag. Und wahrscheinlich hätte die nächste Einladung entweder wieder Montag, also der 4. oder auf Dienstag switchen sollen, den 5. Aber die Einladung ist einfach für den 7. gekommen, Donnerstag. Keine Ahnung, was da los ist, keine Ahnung, was Niantic vorhat, aber die übernächste Einladung ist einfach so für den 7. Schauen wir mal. Bevor wir anfangen, wollte ich noch eine kleine Sache erwähnen. Muss mal kurz was checken. Okay, läuft. Und zwar bei der letzten Folge hat die Bildschirmaufnahme verkackt und ich musste das im Nachhinein nochmal aufnehmen, damit ich das nebenbei einblenden kann. Und ein paar möchte gerne Detective Conans haben das bemerkt natürlich, weil das schon so... Moment, ich klicke mal drauf, dann wieder zurück. So lila markiert wurde. Und dann haben diese Möchtegern Detective Conans mir vorgeworfen, dass ich mir alles davor schon angeschaut habe und die Reaktion nicht echt war. Aber zwei Sachen, die diese Möchtegern Detective Conans nicht gecheckt haben. Erstens, wer ganz, ganz genau hingeschaut hat, der hat gesehen, dass das Bild manchmal nicht genau hingepasst hat, weil ich das eben im Nachhinein erstmal nochmal neu gedreht habe, aufgenommen habe. Dementsprechend hat das nicht ganz immer zu dem, was ich gesagt habe, gepasst. Sprich, jeder, der ganz, ganz genau hingeschaut hat und nicht nur einen auf Möchtegern Detective Conan gemacht hat, der hätte das bemerkt. Zweitens, wenn ich mir davor die Sachen anschaue, dann schaue ich mir doch alles an. Dann wäre theoretisch alles lila markiert. Anstatt, dass genau nur die Sachen lila markiert sind, über die ich dann auch noch rede. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein typischer Fall, genau wie in Detective Conan mit Heiji Hattori. Okay, er denkt, er hat den Fall gelöst, aber die richtige Wahrheit, wenn man genau hinschaut, die konnte nur Shinichi lösen oder Conan. Das ist so ein kleiner Hinweis zu der letzten Folge. Und noch ein zweiter Hinweis. Wenn der Account mir nicht taugt, aber euch schon, dann heult nicht rum in den Kommentaren. Dann kauft ihn euch oder so. Aber leidet nicht, ihr kleinen Schneeflocken. Jetzt können wir anfangen. Was sehr interessant ist, wir sehen hier nicht nur Accounts, sondern auch Services. Das habe ich beim letzten Mal nicht gesehen. Aber ich glaube, ich habe auch Pokémon Go Account angegeben oder sowas. Meltanbox, 3,50. Das ist schon dreist gemacht, Mann. Man kriegt jede Woche umsonst ein. Ich nehme mal an, er nimmt deine Daten, loggt sich bei sich selber ein, tauscht schnell rüber mit seiner Switch und dann hast du die Box. 3,50 ist schon krass. Also an sich sollte man überall jemanden finden in seiner Community, der dir die Box umsonst geben kann. Aber wenn, dann würde ich maximal 1 Euro zahlen dafür. Auch das ist interessant. Grodon Raid Service. Chance auf Shiny. 5 Raids, 45 Euro. Ich werde versuchen, alle Raid-Bosse zu fangen. Keines wird links liegen gelassen, weitere Raids gerne nach Absprache. Dieses Angebot bezieht sich auf 5 Grodon Raids. Meine Fangquote ist sehr hoch, ca. 80%. Also meines höher. Zum Service an sich möchte ich jetzt nichts sagen. Ich kenne ein paar, die bieten das an. Ich kenne ein paar, die nehmen das an. Wir wissen, Brandon Tan macht das. Nur der Preis ist echt heftig, Mann. 45 Euro für 5 Raids. Also ganz ehrlich, Mann, ich würde das für 5 Euro machen. Was ich aber nicht mache, aber rein theoretisch. Wunderbox 5 Euro, Alter. Okay, so, der erste Account. Nur noch 4 Tage, 90 Euro. Da steht nur Pokémon Go Account. Ich glaube, Interesse ist nicht so hoch, aber wir können mal reinschauen. Beschreibung. Level 39 steht kurz vor 40. Das ist sogar ziemlich cool, weil dann kann man die 40 selber machen. 25.000 Punkte fehlen noch. Boah, okay, das ist an sich gar nichts. Pokédex sehr gut gefüllt, viele regionale und legendäre Pokis vorhanden. Okay, Shiny Barshua. Interessant, der ist relativ selten. Ich habe auch schon von vielen Angeboten auf eBay gehört, nur für Shiny Barshua. Grodon. 100er Gengar, aber er hat nicht die Attacke dazu geschrieben. Weil die Attacke ist ja das Wichtigste bei Gengar. Ist halt sehr, sehr altmodisch. Dragonite, Galaxus, Flamaga, Kokowai. Also so richtig Gen 1 mäßig. Und wir sind jetzt halt schon bei Gen 4. Nicht viele Informationen. Für mich auf jeden Fall überhaupt nicht interessant. Wie immer, ihr könnt unten in die Kommentare schreiben, ob ihr die Accounts interessant findet. Und die Preise natürlich. Wir schauen uns das ja eigentlich eh nur an, zum Spaß. Und um einfach zu sehen, was sich so herumtreibt. Shiny Sonderpreis. 50 Euro, okay? Hallo, ich biete euch hier das legendäre Grodon Shiny.
an. Nach dem Kauf sendet ihr mir euren Freundescode. Sobald wir Stufe 3 erreicht haben, sendet ihr mir eure Daten und ihr bekommt dann von mir getauscht. Ah, okay. Das ist anders als das davor. Davor wurde für einen geradet und jetzt tauscht ihr eins. Für 50. Heftig, Mann, diese Preise. Weil da muss man ja mindestens 30 Tage warten. Und ich weiß gar nicht, wie es mit der Geld-Zurück-Garantie aussieht bei eBay oder PayPal. Weil sagen wir, du bezahlst und dann wartet ihr 30 Tage. Und sagen wir, nach 30 Tagen sagt er, ja, er blockt dich oder so. Tausch vorbei, Geschäft vorbei und behält einfach das Geld. Ich weiß dann nicht, ob du dein Geld zurückverlangen kannst nach 30 Tagen, weil es halt schon so lang vorbei ist. Aber an sich auch 50 Euro, Alter, extrem teuer, Mann. Oder drunter 70 Euro. Das ist nur ein Shiny Gunner, Alter. Ich habe jetzt 4 übrigens. Also ich würde euch einen für 20 verkaufen. So, das sieht doch interessant aus. 200 Euro, Pokémon Go Plus. Plus Zugang zu einem der besten Accounts deutschlandweit. Alter, das ist eine krasse Ansage. Wir werden mal genauer reinschauen und wir werden das mal überprüfen, ob er einer der besten Accounts deutschlandweit ist. Also erstmal ist ein GoPlus mit dabei, was natürlich schon mal 20, 30 Euro wert ist. Der Erlös wird zu 100% in die Entwicklung seines Gartens reingesteckt. Daher spendet ihr mit euren Geboten in die Zukunft der Luftreinhaltung. What the fuck? Über 80.000 gefangene Pokémon. Stark, sehr solide. 250 legendäre. Raids gemacht. Oder im Inventar. 75 Shinies, 10 Mewtwo's, 110 Raid-Pässe. Das an sich sind ja auch schon einfach 50 Euro, sagen wir mal. 60 Premium-Gutmaschinen. Das ist ja auch wieder ein bisschen Geld. Pokémon-Outfits, viele Hunderter. Okay. 96er Arctos. Paar Kyogre und Groudon, aber die sind grottenschlecht, Mann. Ho-Oh, aber auch grottenschlecht. Und mit grottenschlecht meine ich halt unter 93%. Weil 84 oder 80%. Jetzt müssen nicht wieder die ganzen Schneeflocken kommen und sagen, Alter, Hong, sei nicht so arrogant, 80% Kyogre ist doch krass. Oder Groudon. Nein, ist es nicht. Team Gold übrigens, sollte man aber auch erwähnen, finde ich. Was passiert eigentlich mit den Freunden? Denken sich die Freunde nichts dabei, wenn der Account auf einmal von einem anderen gespielt wird? 13.07.2016, also von Anfang an eigentlich mit dabei gewesen. 91er Mew, Max, 91er Mewtwo Max, 96er Rayquaza, 2, noch ungepusht, okay. 100er Pinsir, beste, 100er Lapras, nice, 100er Bisasflor, da zum Beispiel wäre interessant, ob es die Seeday-Attacke kann, 100er Kangama, 100er Keifel, ziemlich gut für den kommenden Seeday, 96er Shiny Despotar und dadurch, dass Shiny ist, denke ich mal, dass er auch die Seeday-Attacke kann, Kabuto, auch sehr interessant, unentwickelt, heißt man kann das irgendjemanden tauschen, der es noch braucht, okay, naja, ist solide, 200 Euro, an sich ist okay, vor allem weil GoPlus mit dabei ist, viele Raid-Pässe und viele Brutmaschinen. Aber das ist nicht mal annähernd einer der besten Accounts deutschlandweit. Azugel Shiny, 149,99. Alter, ich biete euch hier das sehr seltene Azugel. Nach dem Kauf sendet ihr mir euren Freundescode, sobald wir Stufe 3 erreicht haben, alles klar. Ist es der Typ von vorhin? Weiß ich nicht, aber Azugel Shiny. Ich meine, solche Angebote sind wahrscheinlich erstens interessanter als einfach so einen Account kaufen. Zweitens wahrscheinlich noch in Ordnung. Also einfach so einen Account kaufen ist ja eh unnötig und unmoralisch, sag ich mal. Aber jetzt sagen wir mal, einer ist ein Shiny-Sammler und sucht noch ein paar Shinies. Ja, und dann geht er auf eBay und kauft die. Wäre für mich an sich noch okay. Ich meine, ob man jetzt irgendwo in irgendwelchen Gruppen danach fragt und dann da irgendwie rumhandelt. Oder einfach direkt auf eBay geht und dann den dort kauft. Das wäre für mich noch nachvollziehbar. Aber nicht 150 Euro, Mann. Falls ihr das Shiny sammelt, wie viel würdet ihr für ein Shiny ausgeben, das ihr noch nicht habt? Erinnert mich gerade an eine Story. Und zwar ein Kollege. Und zwar hatte er Inkognito. Und das hat er verkauft. Er hatte irgendwo in Dortmund, glaube ich, irgendeine Frau kennengelernt. Und die war auf der Suche nach ihrem letzten Inkognito. Und zufällig hatte er das. Und bevor die überhaupt tauschen und handeln konnten, hat sie einfach gesagt, hier 100 Euro, nimm. Ja, und dann hat er das natürlich genommen und ihr das Inkognito gegeben. Erinnert mich an diese Situation. Eigentlich genau dasselbe. Kyogre Shiny, 40 Euro. Puh. Also ich bin heute, wenn ihr das Video seht, nochmal auf Tour. Versuche da einen Kyogre Shiny zu bekommen, aber Alter, 40 Euro würde ich dafür nicht zahlen. Shiny Nidoran weiblich, 80 Euro. 5er würde ich zahlen, Mann. Entogon, neu. Neu Shiny vom Wochenende, 17,54. Aber accounttechnisch war es das, glaube ich. Accounttechnisch ist so irgendwie nicht mehr so viel los. Das ist auch interessant. 5 Inkognitos, 70 Euro. Also erstmal ist der Preis überteuert und zweitens sind die Buchstaben nicht so selten. Ich meine, wir haben das so Sachen wie X, Y, Z oder sowas. Wäre schon interessant, aber sowas, das sind ja, Alter, da ist ein E dabei. Da
Alter, E ist, glaube ich, in jedem zweiten Event mit dabei. Okay, hier haben wir noch ein paar Accounts. Aus Großbritannien, Kanada. Ich klicke mal auf diesen gelben Account, weil ich auch gelb bin. 55 Gebote. Alter, der läuft. Wir schauen uns nur die Bilder an. 98er Ho, 96er Despoter, Metagross 98. Okay, okay. Ah, das an sich, das war's auch schon. Das waren so die besten. Danach geht's steil bergab. 100er Donphan, Kyogre 91, nicht mal gemaxt. Er hat nicht mal einen Groudon. 87er Raikus, 26 Pässe. Aber interessanterweise geht der höher und härter ab mit 55 Geboten als der davor für 200 Euro. Und der für 200 Euro war 1000 mal besser. Aber finde ich gut, dass die Accounts nicht so populär sind, nicht so verbreitet, dass da vieles wieder entfernt wird, weil Accounts kaufen an sich ziemlich unnötig, aber richtig interessant reinzuschauen, zwecks den Preisen und so und was so angeboten wird. Was schon eher interessant ist, so Shinies kaufen, Inkognitos kaufen, aber nicht für die Preise, die dort angeboten werden. Abnormal übertrieben, Mann. Ja, das war's von dieser Folge. Langsam wird es zu einem Segment. Ich denke, einmal im Monat schauen wir mal auf eBay rein, was so Pokémon Go technisch angeboten wird. Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare zu Shinies kaufen und Inkognitos kaufen. Wäre das was euch interessieren würde? Wie gesagt, wenn ihr das Video hier seht, ich bin nochmal auf Raid Tour, ich versuche Kyogre zu bekommen, Shiny. Und ein gutes, also lieber ein gutes, 96 aufwärts und dann Shiny. Am besten natürlich beides auf einmal. Shiny 100er. Alter. Shoutout geht raus an Conny. Gestern ein Raid gemacht zusammen. Sie hat einfach einen 98er Shiny bekommen. Kyogre. Aber das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.